Hallo, da ist er wieder, der Pöli. Als Beweis, dass ich kein Kosmetikguru bin, gibt es jetzt 5 Tipps im Umgang mit Akkus, sei es nun so kleine oder eingebaute. Ja, eigentlich sind das 5 absolute Geheimtipps sozusagen. Aber ich habe mir überlegt, der Umwelt zuliebe möchte ich diese Tipps sozusagen hergeben. Werden eh die meisten schon wissen, aber vielleicht hat ja doch der ein oder andere dann was dazugelernt. Ja, Tipp Nummer 1, alle paar Monate, also vielleicht so nach 5-6 Monaten einmal, den Akku ganz entleeren, also ganz kann man es eh nicht, aber zum Beispiel so auf 5-10%, je nachdem, die meisten Laptops oder so fahren sich dann eh schon runter, aber das ist eben dazu wichtig, dass auch ab und zu mal einen kompletten Ladezyklus hat, also von quasi ganz voll bis einmal dann eben ganz leer. Dann der nächste Tipp ist schon, das Gerät immer am Strom angesteckt zu lassen. Also zum Beispiel gerade bei einem Laptop geht das relativ einfach. Videokamera wird natürlich etwas schwerer. Aber sonst, ich weiß nicht, was man so hat, Handy oder so. Immer wenn man zu Hause ist, kann man das eigentlich angesteckt lassen am Strom. Aus dem folgenden Grund. Erstens einmal gibt es dann keine Selbstentladung. Also der Akku kann sich nicht selbst entladen, weil er quasi die ganze Zeit geladen wird. Und dann gibt es noch manche Meinungen, die besagen, dass der Akku sich dadurch ein bisschen regenerieren kann. Also dadurch, dass er quasi immer geladen wird, verbessert er sich vielleicht wieder über die Jahre. Ja, das gibt es alles, keine Beweise, es sind halt Theorien. Und also immer am Strom angesteckt lassen. Überladung und sowas, das gibt es ja glaube ich heute gar nicht mehr, das wird ja alles elektronisch geregelt und überwacht, also kann man ruhig angesteckt lassen. Ich habe meinen Laptop immer, wenn ich zu Hause bin, am Strom angesteckt. Der ist jetzt mittlerweile 3 Jahre alt, bisschen über 3 Jahre, und der Akku, also wenn ich ihn vom Strom abziehe, hält er immer noch so ungefähr 1,5 Stunden lang, also eigentlich für so einen 14 Zoll Laptop ja eigentlich eine ganz gute Zeit. Ja, dann der nächste Punkt ist schon, wenn kein Strom vorhanden ist, also wenn man jetzt eben unterwegs ist oder so, am besten den Akku aus dem Gerät rausnehmen. Geht nicht bei jedem Gerät. Ich weiß, es gibt zum Beispiel Headsets oder was weiß ich, wo das fix eingebaut ist. Aber gerade bei einem Akku, gerade bei einem Laptop kann man den Akku relativ leicht rausnehmen. Ich merke das besonders beim Netbook. Das hat glaube ich 9 Zoll oder so. Jedenfalls, wenn ich da den Akku zum Beispiel über ein Wochenende drinnen habe, verliert der komischerweise, ich glaube, über 10% oder so. Also da irgendwie eine gewisse Elektronik arbeitet da trotzdem und saugt den Akku auf Dauer leer. Also einfach rausnehmen. Die Laptops haben ja ohnehin noch eine Mini-Batterie, die für die Uhr zuständig ist. Und sonst einfach rausnehmen, das spart dann nochmal ein bisschen Akku. Ja, dann wenn geht, immer voll aufladen lassen, also nicht nur ein bisschen aufladen, dann abstecken, sondern möglichst immer voll aufladen, eben wie gesagt, dass der Ladezyklus immer bis ganz nach oben geht, und dann eben, solange es geht, halt noch angesteckt lassen, ist mein Tipp. Und ja, auf die Temperatur auch noch aufpassen, Akkus mögen es nicht gerne zu heiß. Ich weiß, in Laptops ist das nicht immer einfach, aber meistens sind sie ja dann eh irgendwo eher auf der Seite oder hinten, wo es nicht so warm wird. Drum möglichst halt kühl lagern, aber auch nicht zu kalt. Ja, das waren eigentlich soweit die Tipps im Umgang mit den Akkus. Das betrifft jetzt hauptsächlich die Lithium-Ionen-Akkus, die ja, ich glaube, heutzutage nur noch verbaut werden. Es gibt noch ein paar Lithium-Polymer, aber die sind, glaube ich, zu teuer. Und noch ein paar andere, Nickel-Metallhydrid. Aber das wäre so mein Tipp im Umgang mit Laptops, Handys, Digitalkamera, was fällt mir da noch ein, Taschencomputer, alles mögliche halt. Diese Tipps sind ganz wertvoll, ich kann sie noch in der Infobox zusammenfassen. Ja, dann ganz kurz noch zu meiner Akku-Vergangenheit sozusagen. Als ich so begonnen habe, so kleine Akkus zu verwenden, also diese Doppel-A, Dreifach-A und so, da hat es immer geheißen, ja, bitte 24 Stunden aufladen lassen auf jeden Fall, damit das ganz voll ist, und zuerst ganz leer machen und dann aufladen. Das waren noch die Nickel-Cadmium-Batterien.
die eben diesen Memory-Effekt gehabt haben, also die haben sich unter Anführungszeichen gemerkt, wo sie geladen und entladen werden und haben dann das als ihre Kapazität betrachtet. Also zum Beispiel, man lädt ihn schon nur, also man lädt ihn bis zur Hälfte auf und verwendet ihn dann schon wieder, dann glaubt er beim nächsten Mal, dass er nur noch die Hälfte, dass er insgesamt die Hälfte der Leistung hat, obwohl er eigentlich doppelt so viel hat. Und darum war es bei denen besonders wichtig, die immer ganz aufzuladen und ganz leer zu machen. Aber die gibt es ja fast nicht mehr. Ich habe noch zwei, drei in meiner Kiste, aber die werden auch schon immer schlechter und immer älter und die sortiere ich dann immer aus. Ja, da hat es eben wie gesagt geheißen, möglichst 24 Stunden aufladen, ganz leer machen, hat ewig gedauert. Da waren die Ladegeräte noch nicht so gut. Dann habe ich mir einmal so eines gekauft. Das lädt auch relativ langsam, also zum Beispiel für eine Doppel-A 800 mAh braucht das Gerät 7 Stunden. Also eigentlich so einen ganzen Tag, könnte man sagen. Für eine 9-Volt-Batterie gar 16 Stunden. Konnte man auch immer nur paarweise laden, also 2 und 2. Auch relativ mühsam, aber habe ich auch eine Zeit verwendet. Ja, und dann habe ich mir das Ansman Powerline 5 LCD geholt. Das ist mal ein ganz anderes Kaliber sozusagen. Hier hat man eben die Einzelladeplätze und ist komplett elektronisch überwacht. Habe ich mir keine Zeiten drauf geschrieben, wie lange es dauert, aber das ist so, zuerst leuchtet es eben rot, wenn es auflädt, und wenn es dann grün ist, ist es voll. Und ab dann wird es auf Erhaltungsladung umgeschaltet, also man kann den Akku drinnen lassen, so lange wie man möchte. Wie gesagt, der explodiert nicht, der wird nicht überladen, sondern wird einfach möglichst voll noch, also wird halt voll gehalten sozusagen, und man kann ihn dann, sobald man ihn verwenden will, rausnehmen. Dieser kleine Knopf hier dient dazu, dass man die Akkus eben entladen kann. Also man kann eben hier alle, also reingeben und dann diesen Knopf drücken, und dann beginnt es eben elektronisch, die Akkus zu entleeren, eben auch um den Ladevorgang einmal komplett von ganz leer bis ganz voll zu haben. Hat auch ein kleines Display, wo es auch anzeigt, wenn ein Akku defekt ist. Also der kann das irgendwie auch erkennen. Mit dem habe ich Batterien in 3-4 Stunden, also vielleicht sogar schneller, je nachdem wie viel Amperestunden die halt haben, relativ voll. Ist ein cooles Gerät, kann ich Ihnen weiterempfehlen. Hat auch einen, hat auch so einen 12 Volt Ladekabel fürs Auto dabei, so dass man auch im Auto, wenn man unterwegs ist oder so, Akkus aufladen kann. Mache ich in dem Sinn nicht, aber ich versuche auch keine Batterien mehr zu kaufen. Ich werde jetzt versuchen, alle Geräte auf Akkus umzustellen. Da gleich den Tipp: Schaut, dass ihr die LSD-Akkus bekommt. Ich weiß jetzt gar nicht, was es übersetzt heißt, aber auf Deutsch heißt es niedrige Selbstentladung. Das sind Nickel-Metall-Hydrid-Akkus, aber mit einer speziellen Zusammensetzung, die eben fast keine Selbstentladung ist. Also das sind die schon aufgeladen verkauft werden. Da steht irgendwie vorgeladen oder so, steht, wenn man es im Geschäft kauft. Und die entladen sich selbst noch viel langsamer als die herkömmlichen. Und zukünftig werde ich halt die kaufen, kosten derzeit etwas mehr als die anderen. Haben, glaube ich, auch noch nicht so viele Milliampere-Stunden, aber lohnt sich bestimmt. Ja, genug geredet. Ihr könnt mir ja schreiben, was ihr so für Ladegeräte verwendet oder ob ihr vielleicht immer nur Einwegbatterien verwendet. Und ja. Gut, dann hoffe ich, die Tipps haben euch geholfen. Vielleicht ein bisschen mehr über die Akkus zu lernen oder vielleicht ein neues Ladegerät anzuschaffen oder vielleicht wisst ihr zukünftig, wie ihr eure Laptop-Akkus besser behandeln könnt. Ich verabschiede mich von euch für heute. Bis bald, Pili out.